Herzlich willkommen zu diesem Video zum modernen Energieteppen. Das moderne Energieteppen ist nach wie vor eine Selbsthilfemethode, wird aber natürlich auch im Coaching und in der Beratung angewendet. Und ja, wir befinden uns gerade in einer Zeit, wo es drunter und drüber geht und wo uns verschiedene Nachrichten schon mal aus der Bahn schmeißen können. Und ja, wir haben April 2020 und ich denke mal, für jeden ist dieses Video, der ein bisschen mehr in seine Ruhe kommen möchte oder vielleicht ein bisschen mehr Geduld braucht. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige es euch einfach mal mit dem Thema Geduld. Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass ja viele von uns, egal in welchen Bereichen, ob es jetzt familiär, beruflich oder in anderen Bereichen, einfach auf Infos warten, wie soll es weitergehen und so weiter. Und da ist einfach Geduld gefragt. Beim modernen Energieteppen gucken wir auf das, was wir brauchen. Und ich denke mal, Geduld ist jetzt gerade mal was, was wir alle vielleicht gebrauchen könnten. So, wir fangen an, indem wir beide Hände auf unseren Herzpunkt legen. Und zwar auf den Punkt, wo wir sagen, das bin ich. Da legen wir beide Hände drauf und sagen einfach mal Geduld. Wie so ein Wunsch, wie so ein, ja, ich möchte jetzt halt einfach mehr Geduld haben. Ich wünsche mir mehr Geduld. Und dann fangen wir schon an zu tappen. Wir sagen, mehr Geduld, atmen ein und aus, machen uns das einfach mal bewusst, wie wäre es, wenn ich mehr Geduld hätte. Und dann fangen wir an, oben auf dem Kopf den ersten Punkt zu tappen und sagen, mehr Geduld. Stellt euch einfach vor, alles ist Energie und ihr habt diesen Energiekörper und dieser Energiekörper wird ganz, ganz zart einfach nur berührt. Also wir können da drauf klopfen, ganz sanft, wir können aber auch einfach nur reiben und uns die Geduld vorstellen. Der nächste Punkt ist hier das dritte Auge in der Mitte von der Stirn. Geduld. Immer schön durchatmen nach jedem Punkt. Bewusst durchatmen und der nächste ist hier am Anfang von den Augenbrauen. Mehr Geduld. Der nächste hier in der Kuhle neben dem Auge. Mehr Geduld. Und unterm Auge. Ich wünsche mir mehr Geduld zu haben. Und dann zu der Nasenspitze. Mehr Geduld. Unter der Nase mehr Geduld. Unterm Kinn, also am Kinn, unter der Lippe mehr Geduld. Da, wo die Schlüsselbeine anfangen, mehr Geduld. Und jetzt die Finger. An der Nagelfalz am Daumen, Geduld. Zeigefinger, Geduld für mich. Ringfinger, mehr Geduld. Ringfinger, mehr Geduld. Kleiner Finger, Geduld. Handkante, mehr Geduld. Dann wieder beide Hände auf das Brustbein legen, tief durchatmen und dann einfach mal gucken, wie fühlst du dich? Bist du schon ein bisschen ruhiger oder gelassener? Hast du das Gefühl, dass mehr Geduld da ist? Wie hat sich das ganze Befinden verändert? Und wenn das vermutlich noch nicht so ganz gut ist, kannst du diese Runde für dich selber wiederholen. Immer wieder wiederholen und natürlich auch andere Worte einsetzen. Beim modernen Stressmanagement bzw. modernen Energieteppen geht es darum, dass wir die positiven einladen, positive Gedanken, Gefühle bzw. das, was gerade nicht da ist, was wir uns wünschen, in diesem Fall als Beispiel die Geduld
und das einfach mal eine Runde durchtippen. Ja, wenn du mehr wissen möchtest oder dich in deinen Problemen führen, leiten und begleiten lassen möchtest, bin ich natürlich da für dich, kannst dich gerne melden. Und ansonsten probier es einfach aus, schau dir die anderen Videos von mir an, es wird demnächst noch mehr geben. Schau dir auch die Videos von der Silvia Hartmann und Ilka Wandel an und ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen.